Willkommen zurück in der ersten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute spielen wir gegen den ersten FC Heidenheim und der erste FC Heidenheim sollte machbar sein. Sie sind zwar von der Spielstärke sehr vergleichbar mit unserem Kader, aber wenn wir uns mal die Saison so anschauen, dann sehen wir, ja, die hatten echt schlechte Phasen gehabt, zwischenzeitlich aber auch Top-Spiele. Also wenn wir uns das hier anschauen, gegen Wolfsburg 4:0 zu gewinnen, das ist wirklich alles andere als eine leichte Tortur. Gegen Borussia Dortmund nur 1:0 zu verlieren, gegen Frankfurt nur 1:0 zu verlieren, das ist alles gar nicht so schlecht, was hier der erste FC Heidenheim gemacht hat. Deswegen unterschätzen dürfen wir Heidenheim nicht. Wir fördern heute mal Erik Obst. Und ich habe mir natürlich eure Kommentare angeschaut und da gab es ein paar sehr interessante Dinge. Einerseits hatte ich euch gefragt, ob Rot in die Hall of Fame aufgenommen werden soll und ganz viele von euch sind dafür. Die eine oder andere kritische Stimme sagt, noch ein bisschen warten, ein ganz, ganz kleines bisschen warten und schauen, wie Rot sich in den weiteren Pokalspielen macht. Champions League, Schrägstrich Europapokal, wahrscheinlich eher Europapokal, DFB-Pokal und dann kann er immer noch aufgenommen werden. Dann würde ich sagen, okay, wir stellen das nochmal nach hinten, aber es bleibt in unserem Hinterkopf. Rot wird höchstwahrscheinlich dann im kommenden Jahr in die Hall of Fame aufgenommen als erster Spieler und ich finde, er hat es sich auch verdient. Wir haben jetzt Rot sehr lange bei uns. Er hat schon sehr viele Spiele bei uns bestritten. 125 an der Zahl. Das finde ich ist eine schöne Sache, ist eine schöne Entwicklung, die er auch durchlaufen hat. Seit 2024 ist er bereits da. Und sein Vertrag geht auch noch bis 32. Und dann gab es auch noch einen weiteren Kommentar, fand ich auch toll. Irbis Leitner hätte es sich verdient. Finde ich auch, der 22-Jährige ist ebenfalls ein Neuner, kommt aus unserer Jugend und ist quasi ein Stammspieler. Der einzige Grund, warum er in letzter Zeit so wenig spielt und er spielt immer noch mehr als die Hälfte, liegt daran, dass er ein Anführer ist und wir ein paar zu viele Anführer im Kader haben und Feinherr Flick als Teamspieler dann einfach die perfekte Ergänzung ist. Beide spielen toll und deswegen bekommt Flick in letzter Zeit hin und wieder mal den Vortritt. Was aber nicht heißt, dass Irbis Leitner nicht einer unserer wichtigsten Spieler ist. Ein Führungsspieler, der auch Vizekapitän ist. Sehr schön. Ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Und ich freue mich auch darauf, nochmal auf einen weiteren Kommentar einzugehen. Und zwar wurde gesagt, ich bin dafür, dass du häufiger zum Präsidium dackelst und sagst, dass wir das Geld haben wollen, was uns zusteht. Jetzt brauchen wir das Geld zwar gerade nicht, aber wir können das jetzt zurückstellen für die nächste Saison. Also das Budget erhöhen, ändert ja erstmal nichts am Kontostand, bisschen an der Beliebtheit, aber ganz ehrlich, wir sind so beliebt beim Präsidium, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und wollen natürlich aufgrund der Aufgabe das erstmal nicht ausgeben, aber klar, Budget holen, das dann zurückstellen für die nächste Saison, ist eine schöne Sache. Wir können da gerne nochmal reingehen in die Gespräche und auch unseren Vertrag können wir wahrscheinlich bald verlängern. Der läuft ja auch in einem Jahr aus. Auch das könnten wir bald nochmal machen. Schön, also ich würde behaupten, wir legen noch mal ein bisschen Geld an, aufgrund der Problematik mit den Steuern, die kommen werden. 4,6 Millionen für eine Staatsanleihe, ja komm. Alles klar, Gehaltserhöhung. Theo Marx wünscht sich eine Gehaltserhöhung. Dass ein Herr Marx überhaupt an sowas denkt, wie Gehaltserhöhung.
Naja, ich dachte, wenn wir hier alle unser Obst teilen, ist er zufrieden, aber ist er nicht, der Sportpsychologe. Ja, er ist mittlerweile zum Zehner geworden, das finde ich cool. Hat nur noch einen Vertrag bis 29. Ja, wir reden mal mit ihm. Aber wir müssen echt ein bisschen aufpassen aufgrund der Präsidiumsaufgabe. Dann gehen wir rein in die Woche mit Heidenheim. Müssen einmal Zweikämpfe trainieren. Freistöße und Ecken. Ich würde hier ganz gerne nochmal einen Regenerationstag reinholen, weil wir sind echt ein bisschen unfrisch geworden. Freistöße und Ecken. Diesmal die richtigen. Dann wünscht ihr euch Dribbling. Ich weiß zwar nicht, welcher Spieler gemeint ist, weil Vanessa so dribblingstark ist, stand in den Kommentaren. Ich denke mal, das war Autokorrektur, die da zugeschlagen hat. Aber irgendjemand ist dribblingstark. Naja, wir haben ein paar dribblingstarke. Zum Beispiel ja auch der neue John Waynes. Oh ja, das könnte tatsächlich Vanessa sein. Ja. Dribbling plus 2. Das ist das Hütchenzeichen, müsste das sein, genau. Haben wir hier noch jemanden mit hoher Dribblingstärke? Ich bin der Meinung, dass wir noch jemanden hatten. Ja, Lukinda Jung. John Waynes. Und Lupo Schrage auch. Das ist natürlich super im Sturm. Deswegen wollt ihr mehr Dribbling haben. Haben wir ja schon so ein bisschen angedacht und auch schon ein bisschen antrainiert. Aber das können wir sehr gerne noch ein bisschen weiter forcieren. Dann gucken wir mal, was es hier noch gibt, was wir unbedingt lernen sollten. Torabschlüsse, immer wichtig. Gerne für alle. Und vielleicht auch nochmal Distanzschüsse. So. Regenerationstag, Scouting-Tag. Ja, das sollte passen. Und auf dem Sonntag üben wir dann nochmal ein bisschen Pressing. Schön auf über 90 halten. Und Konter natürlich. Konter mit weiten Bällen auch auf über 90 halten. Erik Obst geht in die Fähigkeitengruppe. Und das macht Total Rot. Diesmal auch. Diesmal nicht Sid van Sluter, diesmal Total Rot. Dann brauchen wir Leute in der Regenerationsgruppe. Ja, Kantholz und Gromlock. Sehr gerne. Kondition für 0815 und Go. Haben wir immer alle, die unter 70 sind, hier besonders gefördert. Sehr schön. Auch nach den ganzen Ausfällen und Verletzungen haben wir alle wieder auf einem Stand, auf einem Nenner, bei dem ich sagen kann, die Fitness ist in Ordnung. Da bin ich sehr zufrieden mit. Cool. Lukinda Jung, gute Besserung. Wie lange fällt es nochmal aus? Nicht so lange, ne? Ja, 14 Tage, das ist okay. Lukinda Jung freut sich zwar über ihren erneuten Besuch, meint aber, dass ihre Zeit woanders besser angelegt wäre. Oh nein. Ich wollte ja über deine Leistung sprechen. Das stimmt ja. Wir haben dich ja schon am Freitag besucht. Nee, am Sonntag haben wir dich besucht, nicht wahr? Es war ja jetzt wirklich, wirklich blöd. Naja. Neue Aufnahmesession. Ich bin eben erst aufgestanden. Da ist mein Gehirn noch Matsch. Okay, wir wollen unser Budget erhöhen. Ich meine, unser Transferbudget ist schon ziemlich stark. Wir wollen das ja eh nur zurücklegen und gar nicht mehr so viel kaufen. Lass uns gerne das Vereinsbudget noch ein bisschen erhöhen. Auf 2,2 Millionen ist jetzt auch nicht so viel. Aber wir nehmen es gerne mit. Vielleicht 2,4 und 21. Das ist doch nicht so schlecht. Umberto Rooster, Linksaußenverteidiger, 18 Jahre alt, jetzt schon ein Sechser, auf einem guten Weg zum Siebener. Aus dir könnte was werden, mein Lieber. Das ist cool. Wir haben hier echt schöne Leute in der Jugend. Gute Besserung. Dann haben wir hier den Sportpsychologen Theo Marx. Der
leider nicht mit Deins ist meins sich zufrieden gibt, sondern wirklich eine Menge Geld haben möchte, das ist in Ordnung. Sportpsychologe ist nicht so ein unwichtiger Job. Das Problem bei dir ist, dein Fleiß ist nur bei 6. Wenn der bei 10 wäre, ich würde dir alles in den Rachen schieben und den Vertrag sehr lang verhandeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir früher oder später noch einen besseren bekommen. Spätestens ab der nächsten Saison. Und bis dahin bist du ja noch bei uns. Ich nehme das nicht an. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch einen besseren Sportpsychologen finden werden. Lokin Dajang, gute Besserung übrigens. Nein, letztes Spiel war super. Wir haben ihn jetzt einfach dreimal besucht. So am Krankenbett. Trainer? Was macht ihr schon wieder hier? Beobachtung erfolgt. Erste FC Heidenheim angeschaut. Und da sollten wir jetzt top vorbereitet sein für das Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Auswärts in Heidenheim. Wir sehen rein. Von der Individualstärke ist Heidenheim besser aufgestellt als wir. Eine ganz merkwürdige Aufstellung, finde ich. Ja, das sollten wir schon hinbekommen. Also, Lokin Dajang ist krank. John Wainis ist rot gesperrt. Das bedeutet für uns, Nate Scrub spielt hier auf der rechten Seite. Links spielt Sven Jakobi. Links spielt Reinaldo Götterfunke. Gromlock Kantholz, Irbis Leitner, Hemfast, Makun, Gorbi Bandito. Damit haben wir unsere stärksten Leute stehen. Wenn wir jetzt die müden Leute rausrechnen. Wie sieht es mit dem Künstlerindex aus? 2 Analytiker, 2 Teamspieler ist ein bisschen zu wenig, 3 Künstler, 4 Anführer, aber unterm Strich haben wir alles zumindest zweimal vertreten. Also Irbis Leitner für Feiner Pflick wäre halt noch ganz gut, aber Irbis Leitner hat ein bisschen zu wenig gespielt. Ja, oder Erik Obst für Atoriu. Aber so richtig hilft das dem Künstlerindex auch nicht. Nachdem Atoriu hier auch den Doppelpack rausgehauen hat, sollte der auf jeden Fall spielen. Liebe Grüße nach Sansibar, lieber Atoriu. Der uns im gestrigen Stream, auf dem Twitch-Stream, besucht hat, was mich sehr gefreut hat. Unter anderem auch Justus Bade, der gestern auch mit dabei war. Freut mich immer sehr, wenn ihr auch dort vorbeischaut. Der Link ist übrigens in der Videobeschreibung, falls ihr mal ein Follow da lassen wollt. Gegen Heidenheim können wir gerne mal wieder einen anderen Spielstil spielen, den wir lange nicht mehr hatten. Wollen wir nochmal einen direkten Angriffsfußball spielen? Er ist ein bisschen zu offensiv. Aber vielleicht ja Ballbesitzfußball. Vorsichtig offensiv. Warum denn nicht? Konter- und Distanzschüsse können wir beides machen. Oder stellen wir beides mal ein bisschen runter. Kommen über alle Seiten. Und das sieht mir so aus, als hätten wir hier keine dedizierte Schwäche. Nee, das haben wir nicht. Wir werden aber natürlich wieder in die Manndeckung reingehen. So. Vollkommen im Wörterbuch vor Kampf. So ein Fokuspunkt. Vielleicht nicht verkehrt, weil Heidenheim steht mit dem Rücken zur Wand, haben aus den letzten 5 Spielen nur 3 Punkte mitgenommen mit einem Sieg und 4 Niederlagen. Sind auf Platz 14. Komm, wir holen uns noch einen Fokuspunkt dazu und sagen,
ein ganz normales Spiel, was wir professionell angehen. Schau nochmal ganz kurz, ist jemand unzufrieden in unserem Kader? Nur 0815, also wir brauchen keine Ansprache. Das ist gut. Ich hoffe, wir können jetzt endlich mal wieder ein bisschen Offensivstärke zeigen und gehen genauso rein. Erster FC Heidenheim gegen den ersten FC Düren. Anpfiff! Im Hinspiel haben wir auch nur 0:1 gewonnen. Also, da muss man wirklich sagen, Heidenheim dürfen wir nicht unterschätzen. Irbis Leitner spielt auf Außen, Nati Scrubs in die Mitte auf Makun. Der köpft das Ding rein. Der Videoassistent sagt, kein Abseits. Vierte Minute, Nati Scrubs auf Makun. Und das ist das erste Tor nach 4 Minuten. Wie toll, wie schön. Gut gemacht, Nati Scrubs. Schöne Vorlage, schön durchgesetzt. Natürlich auch nach Vorlage oder Vorbereitung von Irbis Leitner. Und Makun köpft das Ding rein. Der hat sich lange Zeit rangetastet mit seinen Kopfbällen. Jetzt aber auch mal einen versenkt. Da lohnt es sich, auch die Kopfbälle mal zu trainieren. Heidenheim jetzt hier aber mit einer starken Phase. Und da kommt der Gegentreffer über Leo Lambert nach einer Vorlage von Thomas Kirchberger. Ja, und da weiß ich nicht, wo die 24 war, um ihn zu decken. Wer hat die Nummer 24? Kantholz. Okay. Wobei Lambert sollte ja eigentlich von Sven Jakobi gedeckt werden. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Es ist so, als wäre nie was passiert. Aber tut natürlich weh, dass hier dann auf einmal 2 dicke Chancen kommen für Heidenheim. Wir gehen mal mit unserer Anstrengung ein bisschen hoch. Wir wollen jetzt nicht die nächste Chance zulassen. Nein, wir holen uns die nächste Chance. Gorbi Bandito mit dem Steilpass auf Reinaldo Götterfunke. Da war er sehr stark bedrängt und hat dann den Druck nicht richtig hinterm Ball bekommen. Kein Problem. Wir schauen weiter nach vorne. Immer weitermachen, meine Lieben. Das kriegen wir schon hin. Wir haben gute Chancen schon rausgespielt. Haben ein frühes Tor gemacht, dann schnell einen Gegentreffer bekommen. Alles nicht so dramatisch. Wichtig wäre jetzt nur, dass wir nachlegen. Dass wir vielleicht nochmal einen Treffer erzielen, damit wir mit einem Vorteil in die Halbzeitpause gehen. Das wäre super. Mit einem Vorteil in die Halbzeitpause wäre genau das, was wir jetzt hier bräuchten. Heidenheim ist ein gleichwertiger Gegner. Wir müssten in der Lage sein, Heidenheim zu besiegen. Deswegen geben wir jetzt nochmal alles auf den letzten Minuten vor der Halbzeitpause und holen vielleicht nochmal eine Chance raus. Ja, Einwurf, Irbis Leitner. Auf Makun, toller Einwurf, gut gesehen. Makun spielt in die Mitte auf Reinaldo Götterfunke. Der macht hier sein 4. Tor nach der Vorlage von Makun. Und Makun spielt hier ein richtig, richtig tolles Spiel. Reinaldo Götterfunke entschuldigt sich für seinen groben Schnitzer eben, wo er 5 Meter neben das Tor geschossen hat und macht den Ball rein. Ganz, ganz toll. Problematisch ist natürlich einerseits der extra Motivator, der jetzt auf der anderen Seite am Werk ist, andererseits die gelbe Karte auf der rechten Seite, weil wir haben hier eigentlich niemanden als Ersatz, und dass Reinaldo Götterfunk, obwohl er jetzt so gut gespielt hat, schon so ausgelaugt ist. Klar, Go könnte kommen. Kann man machen. Und hier könnten wir entweder Atorio hochziehen. Der hat eine 8-2. Oder Erik Obst. Der hat eine 7-8. Wir rechnen mal zusammen, was hier besser wäre. 9 plus 7 ist 16. 8 plus 3 ist 11. Also sind wir bei 17,1. Und hier wären wir bei 17. Das heißt, diese Kombination ist ein bisschen besser. Atorio bleibt hier
Rechts außen Erik Obst geht auf seine Nebenposition, RM, spielt hier. Und Gromlock könnten wir auch noch austauschen. Und Gromlock wird ausgewechselt für Knicklicht Leitner. Drei Wechsel, vor allem für die Frische. Jetzt brauchen wir noch Lob und Tadel. Makun, ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, du hast nur gut gespielt, aber das war super. Ich will es dir auch sagen. Ja. Du hast eine Vorlage gemacht und du hast ein Tor geschossen. Da will ich dir einfach sagen, dass das super war. Aber darf ich leider nicht sagen. Jan Roth können wir gerne mal ein bisschen tadeln. Extra Motivator auf der anderen Seite. Da könnten wir natürlich gegenhalten mit unserem Extra Motivator. Aber ich glaube, es kommen noch schwierigere Matches, wo wir eher einen Extra Motivator bräuchten. Was wir jetzt machen könnten, um diesen Extra Motivator zu kontern, einfach hier umzuschalten, vielleicht sogar defensiv mit langen Bällen. Hauptsächlich mit einer neutralen Ausrichtung, das ist das Offensivste, was wir machen können. Holen uns die frühen Bälle übers Pressing, hauen die Konter aber auch wieder hoch. Gehen nicht mehr über die Zentrale. Versuchen hier so ein bisschen mehr über die Außen zu gehen. Und schauen dann gleich mal, ob wir so vielleicht hinten ein bisschen besser dicht machen können. Aber trotzdem noch offensiv Möglichkeiten sich ergeben. Gerne mit regelmäßigen Seiten wechseln. Wir haben hohe Flanken auf 88, das sollte reichen. Und dann gehen wir genauso raus. Erstmal mit dem hohen Einsatz. Wir haben ja auch frische Wechsel gemacht. Und das können wir dann ein bisschen runterstellen. Sollten wir vielleicht das 3:1 schnell machen und den extra Motivator auskontern. Das ist der Plan. Auf geht's, Düren. Ja, der extra Motivator hat zumindest schon mal einen Freistoß ermöglicht. Latte und Cervantes hat hier die Möglichkeit, einen Nachschuss zu setzen. Der ging zum Glück richtig weit am Tor vorbei. Aber das war eine verdammt große Chance für Heidenheim. Und eigentlich hätte er den machen müssen gerade. 61. Minute. Die Spannung ist weiterhin zum Greifen nah. Eckball Heidenheim. Ja, also die drehen jetzt echt auf. Und Roth will in die Hall of Fame. Das war bockstark von Toda Roth. Okay, wir müssen mit unserer Anstrengung so weit oben bleiben. Wir haben hier gerade wirklich ein Problem gegen Heidenheim zu bestehen. Das bedeutet für mich, wir spielen jetzt extrem defensiv. Wir machen hinten dicht und gehen voll und ganz auf Konter. Selbst gegen Heidenheim. Anscheinend sind sie gerade besser am Drücker und sind gut vorbereitet. Wir führen gerade, da können wir das gerne mal machen. Eigentlich bin ich eher der Fan davon, wenn man 2 Tore im Vorsprung ist, aber man kann nicht alles haben und das 2. Tor können wir uns nicht einfach so herbeizaubern. Da haben wir gerade zu große Probleme. Bevor der Ausgleich kommt, gehen wir jetzt noch. Ja, gehen wir jetzt noch defensiver rein und da darf auch gerne 0815 kommen für Kantholz und gerne auch Lupo für Gorbi Bandito. Dann sind keine Wechsel mehr möglich. Auf geht's. Warum Lupo für Gorbi Bandito? Einfach weil Gorbi mir nicht gut gefallen hat. Jetzt haben wir zwar nur einen Analytiker drin, aber das ist, glaube ich, in Ordnung.
Sehr schön. Go holt sich den Ball. Lupo läuft. Nein, das ist Erik Obst. Der rechte Mittelfeldspieler. Eigentlich rechts außen in der Verteidigung, aber heute mal rechts in der Mitte. Im Mittelfeld um sich ein wenig Verdienst zu machen. Weil der liebe Lukunda Jang ja gerade ausfällt. Okay, es gab eine rote Karte, so richtig viel hat sich hier aber nicht getan. Wir gehen jetzt nur noch über die Außen, würde ich sagen. Bleiben weiterhin defensiv. Geben weiterhin alles. Wir wollen hier die 3 Punkte. Und die sind härter erkämpft, als ich mir hätte vor dem Spiel gedacht. Gelbe Karte für Artoriu. Nicht so schlimm. Nur noch 2 Minuten zu spielen. Und ich würde sagen, das sind schöne. Schöne 3 Punkte. Hart erkämpft. Wirklich sehr, sehr hart erkämpft. Aber unterm Strich auch verdient. Düren holt sich 3 Punkte. Es ist so wahnsinnig, sich das anzuschauen. Wir sind auf Platz 2 mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 3. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es immer noch nicht glauben, was hier passiert. Und jedes Spiel ist so knapp. Jedes Spiel ist einfach so unfassbar knapp, dass man hier wirklich sagen muss, es hätte alles auch anders sein können und anders laufen können. Wir hätten jetzt auch auf dem Platz von Heidenheim stehen können. Aber trotzdem bricht unsere Glückssträhne nicht ab. Wir sind auf einem guten Weg, vielleicht doch Champions League zu spielen. Das ist der Wahnsinn. Rot plus 6. Bei seinem Trainingsfortschritt. Kantholz baut leider echt ab. Hemfast wird zum 10er. Wie schön. Sven Jakobi wird bei zum 11er. Unser erster 11er wird es dann. Knicklich Leitner auf einem guten Weg. Sitwan Sluter auf einem guten Weg. Ja, Dribblings plus 8. Das sieht doch alles gut aus. Hemfast wird zum 10er. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Schön. Und es geht weiter. Nächstes Spiel gegen Freiburg. Nein, wir wollen nirgendwo anders spielen. Oh, abbrechen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab da fast ein tolles Angebot abgelehnt. Guckt mal. Ich dachte einfach, hey, da will irgendjemand wieder uns abwerben. Aber es ist ein Angebot vom 1. FC Düren. Der 1. FC Düren würde gerne mit ihnen verlängern. Zum Glück kam der Tooltip. Sonst hätte ich das einfach weggeklickt. Also die wollen 1 Jahr verlängern. Bis Ende Saison 29-30. Saisonzielprämie 44.000, Titelprämie 56.000, Gehalt 300.000. Das ist doch jetzt mal angemessen, oder nicht? Wenn ich gehen will, darf ich das im letzten Vertragsjahr jederzeit. Nee, das wollen wir nicht. Ja. Wir kennen ja diesen Verein relativ gut. Größtes Talent Artoriu. Bester Spieler Gorbi Bandito, jedenfalls auf Papier. Königstransfer John Vaneys für 14 Millionen. Er ist auch der wertvollste Spieler. Wir nehmen das mal an. Wir nehmen das mal an und ich würde sagen, vielleicht auch für uns eine Verlängerungsoption. Ein bisschen ums Gehalt feilschen kann man ja auch, oder? So ein bisschen zumindest. Ich meine, wir sind ja auch nicht die Wohlfahrt.
Ja, Vertragsdauer haben wir insoweit verlängert, dass wir noch eine Verlängerungsoption von einem Jahr ausgehandelt haben. Und unser Gehalt haben wir auch nochmal um 140.000 nach oben gedrückt. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? 440.000 im Jahr von 68.000 kann sich sehen lassen. Aber der Verein hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir hier ständig Verträge bekommen, wo uns auch 300.000 angeboten wird. Wir haben auch, glaube ich, schon 600.000 gesehen. Da will Düren uns natürlich halten. Finde ich cool. Toll. Ganz, ganz toll. Olisa Akpei, ein 12-jähriger Vierer. Könnte viel Potenzial haben. Nächstes Spiel gegen Freiburg. Dort haben wir im Hinspiel auch gewonnen, ganz knapp. Aber auch nur ganz knapp. Go! Können wir nochmal fördern. Und dann gehen wir natürlich als allererstes in die Finanzen rein. Gucken, ob wir noch irgendwas anlegen können. Für 3 Monate. Das reicht leider nicht, oder? Um das über die Zeit zu tragen. Dann lieber diese Anlage. Ich meine, die Zinsen sind ja auch nicht schlecht. Die können wir auch mitnehmen. Ist ja in Ordnung. Okay, wir machen hier nochmal in Spiesen-Elversberg eine Werbeaktion. Gerne auch nochmal was mit Maike machen. Erstmal ein bisschen Liebe zeigen. Und nachdem wir jetzt auch mal eine Woche ausgesetzt haben, können wir vielleicht nochmal was zusammen essen. Also kochen. Präsidium mag uns weiterhin, die Spieler mögen uns auch. Ja, sieht alles wunderbar aus. Können wir jemanden besuchen? Nein. Jugendspieler haben wir uns das Training jetzt auch nochmal angeschaut letztens. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Zweite Mannschaft haben wir natürlich ein paar, die entsprechend verkauft werden sollen, aber hat auch einen sehr hohen und sehr guten Marktwert. Das ist schon alles sehr, sehr gut. Haben wir hier irgendwie Warnung? Tatsächlich nicht. Und da sind wir dann soweit ausgestattet, dass wir in die nächste Woche gehen können. Spieler schicken. Zu den Fans gerne einmal Tote Rot. Joshua Sammer wünscht sich eine Gehaltserhöhung. Ich weiß leider nicht, wer du bist. Der Athletiktrainer, der Elver. Ja, der hat eine Gehaltserhöhung verdient und den wollen wir auch halten. Das ist in Ordnung. Und gegen Freiburg sind wir ganz gut vorbereitet. Also. Auch hier würde ich sagen, kriegen die Spieler mal einen freien Tag, komplett frei. Dann gibt es hier nur noch ein paar entspannte Einwürfe. Ein Elfmeter. Also wenig Belastung am Mittwoch, freier Tag. Am Donnerstag, entspannter Tag am Freitag. Das heißt, wir müssten mit einer guten Frische hier reingehen. Und was wollen wir denn nochmal üben? Also über Unterzahl und Angriff über Außen muss leider gemacht werden. Ansonsten, klar, gegen Freiburg wollen wir sicherlich weiterhin Konter üben. Und Torabschlüsse sind nicht unwichtig. Konter mit weiten Bällen und Torabschlüsse. Auf dem Sonntag machen wir
Flanken und flache Hereingaben. So. Go wird besonders gefördert. Sid van Sluter wird besonders gefördert. Konditionsaufbau bekommt keiner. Frischaufbau bekommt Makun, Sven Jacobi, Götterfunke, Artoriu, Leitner, Hemfast, ganz schön viele. Aber wir brauchen die Fitness insbesondere gegen Freiburg. Denn auch Freiburg wird nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Auch wenn wir im Hinspiel 1-0 gewonnen haben. Das haben wir auch bei anderen gesehen und gemacht. Joshua Sammer ist leider nur ein Vierer vom Fleißwert her. Deswegen die Verlängerung vielleicht wirklich nur auf ein Jahr anlegen. Weil er könnte auch jederzeit seinen Stern hier wieder verlieren. Und dann auch vom Preis runtergehen. So, der kommt uns gar nicht entgegen. Jetzt so ein bisschen. Ja. Das ist doch ein fairer Preis für einen Elfer. Nur ein Jahr verlängert, damit wir auch auf der sicheren Seite sind. Falls er schlechter werden sollte, und dann passt es eigentlich. Tor des Monats schauen wir uns an. Von Dortmund gegen Randers, wahrscheinlich im Pokalspiel, oder? Wow, Maximilian Torres mit einem Traumflug-Kopfballtor. Ja. Da muss man wirklich sagen, das ist ein Tor des Monats. Oh, schaut mal. Rookie des Monats. Sowohl Reinaldo Götterfunke als auch Artoriu sind mit dabei. Leider nur auf Platz 2 jeweils. Aber das ist ganz, ganz toll. Wer ist denn hier der Marcel Kouyaté? Leider ein Anführer höchstwahrscheinlich. Der hat Tore geschossen. Aber auch nicht so super viel. Nee, der ist mir nicht stabil genug. Der spielt ja wie unsere Leute. Aber ja, ein Blick war es natürlich wert. Ausstiegsklausel ab 27. Bei 5,6 Millionen. Interessant. Also auf jeden Fall unter seinem Marktwert. Wir müssen mal schauen, ob wir da in die Richtung auch mal gehen und schauen, welche Spieler haben eine Ausstiegsklausel. Das könnte ja auch für uns mal interessant sein, das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Wenn der Spieler passt und die Ausstiegsklausel auch, warum nicht auch mal darüber den ein oder anderen neuen Spieler beziehen. John Wainis hatte viel Zeit über seine Fehltritte nachzudenken, kommt man mit rein. Dann muss aber jetzt wirklich mal wieder Irbis weichen, genauso wie Sven Jacobi und Artoriu, damit wir mal ein bisschen weniger Anführer auf dem Platz haben. Go kommt für Götterfunke, ist aber auch ein Anführer. Und John Wayne ist hier natürlich als Top-Anführer. Hemfast kommt selbstverständlich mit. Doch für wen ist die Frage? Ja, vielleicht für Reinaldo Götterfunke, weil der ist wirklich gut angeschlagen. Der hat natürlich gut gespielt, aber 62er Fitness könnte ein bisschen zu wenig sein. Das ist ja Kantholz-Niveau. 0815 darf vielleicht für Kantholz spielen.
das sollte immer noch ein guter Künstlerindex sein. Gute Motivation, gute Eingespieltheit, schöne Zufriedenheit. Das passt soweit. Oh, Kian Steinhauser, ganz klare Schwachstelle. Der kann ja gar nicht mehr. Wir spielen defensiv mit langen Bällen, extrem defensiv, gehen voll und ganz auf Konter, nur ein bisschen auf Distanzschüsse und gehen hauptsächlich durch die Mitte. So. Ja, Freiburg, eine starke Mannschaft. Wir wollen hier nichts riskieren. Aber was wir auf jeden Fall machen wollen, ist Kian Steinhauser attackieren. Dann haben wir hier Lars und Ras auf Raf und Larv. Sehr schön. Haut alles rein, was ihr habt. Das wird ein schwerer Gegner. Wir dürfen uns hier nicht vom Platz 13 beirren lassen. Düren ist keine ultra-professionelle Mannschaft. Wir haben uns alles erkämpft. Wir müssen uns auch gegen solche Mannschaften, die auf Platz 13, auf Platz 14 sind, müssen wir uns alles erkämpfen. Das ist so wichtig. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Ich würde ganz gern 0815 ansprechen, weil der so ein bisschen unzufrieden ist. Meinen guten Lauf jetzt nicht nachlassen. Und dann geht's rein. Freiburg gegen Düren, wieder auswärts. Auswärts in Freiburg. Und Düren kommt mit einer ganz guten ersten Szene. Angriff Düren über Feinherr Pflick auf Serigo Raimundo. Spielt nach vorne auf Gorbi Bandito. Weit vorbei. Gorbi Bandito, auch ein Spieler, der eigentlich so stark ist und so stark sein sollte. Der aber einfach nicht zum Tragen kommt. Ich weiß auch noch nicht so richtig, woran das liegt. Vielleicht, weil wir nicht offensiv genug spielen. Wir spielen natürlich jetzt sehr defensiv gegen so starke Mannschaften. Könnte aber auch sein, dass er sich noch nicht so richtig eingefunden hat. Denn auch wenn wir mal offensiv spielen, trifft er auch viel zu selten. Gomlok auf Makun. Wird er noch unser Kopfballspezialist? Das war ganz knapp am Pfosten vorbei. Das Außennetz hat gewackelt. Eine gelbe Karte für John Wainis für eine Schwalbe. Nachdem das jetzt sein erstes Spiel ist und er Besserung gelobt hat, nach einer Tätigkeit, würde ich ihn mir gerne nochmal zur Brust nehmen. Wir müssen ihm zeigen, dass wir das nicht hinnehmen, so zu spielen. Tätlichkeiten wollen wir nicht sehen. Schwalben wollen wir nicht sehen. Handspiel passiert. Da kann man nichts machen. So richtig viel ist hier noch nicht geschehen. Wir hatten schon die ein oder andere gute Chance für Düren, aber unterm Strich noch keine hundertprozentige Chance. Wir gehen genauso in die Halbzeitpause. Wir wechseln, denn ich habe große Angst vor gelben Karten. So bekommt Lupo auch nochmal die Chance. Und ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Anführer. Die Frage ist, wen holen wir rein? Ja, Irbis Leitner vielleicht. Irbis Leitner. Finde ich gar nicht schlecht. Dann haben wir noch zwei Wechsel möglich. Und können hier noch Leute
ansprechen. Also Gorbi Bandito, das kannst du besser. Und wer kann es noch besser? Schwierig. Ich will hier eigentlich niemanden tadeln, den wir nicht tadeln wollen. Vielleicht Feiner Pflick loben. Oh, er fand seine Leistung besser als nur gut mit einer 2-5. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit, meine Lieben. Eckball. Gromlock führt den aus. Kantholz ist nicht auf dem Platz. Auf Hemfast. Was für ein Traumtor. Wow. Diese Ausführung kannten wir noch gar nicht. Schaut euch das mal an. Gromlock mit einem schönen flachen Ball hinten auf Hemfast. Der nimmt ihn direkt an. Schön oben ans Lattenkreuz und dann ins Tor. Unhaltbar. Wie schön war das ausgeführt. Wie wunderschön war dieser Eckstoß und dieses Tor. Ich hoffe ja auf ein Tor des Tages, mindestens. Vielleicht ja sogar auf ein Tor des Monats. Ganz, ganz toll gemacht von Gromlock und Hemfast. 69. Spielminute. Es ist jetzt nicht so super viel passiert. Doch Freiburg kommt. Schuvalbar auf Luan Hackenberg. Rot fängt den Ball. Sicher. So, Rot ist schon echt eine wichtige Instanz bei uns. Wir wechseln aus. Erik Obst geht nach vorne, Arturio geht hinten rein. Und einen können wir noch wechseln. Ja, wir sichern hinten mal ein bisschen weiter ab, würde ich sagen. Und brauchen dann natürlich auch noch eine Anweisung, das ist ja klar. Arturio und Sven Jacobi gehen hier auf die Manndeckung. Und dann geben wir jetzt nochmal alles auf den letzten Minuten. Denn den Sieg wollen wir eigentlich nach Hause fahren. Man muss wieder sagen, wäre Rot nicht im Tor gewesen, wäre das Ding wahrscheinlich drin gelandet. Dann hätten wir jetzt keine 3 Punkte, sondern nur 1 Punkt. Aber wir dürfen uns so oder so nicht freuen, denn Freiburg kommt nochmal mit einem Distanzschuss. Marco Erdmann verfehlt um 1,2 Metern. Also es ist schon wichtig, so ein Rote hinten drin zu haben. Arturio beginnt ein Konter. Erik Obst. Seitenwechsel auf Serigo Raimundo. In die Spitze. Zurück auf Arturio. Der macht es selbst. 1,2 Meter. Das wäre richtig schön gewesen. Er löst es aus. Er leitet ihn ein. Läuft von der Abwehr bis nach vorne mit. Und hätte den dann hier reingemacht. Boah, das wäre ein schönes Tor gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre ein sehr, sehr schönes Tor gewesen. Gorbi Bandito bekommt nochmal eine gelbe Karte. Wegen Festhalten eines Gegenspielers. Das ist in Ordnung. Wir erkämpfen uns wieder einmal richtig hart. Ein 1:0 gegen Freiburg. Und 0815 ist richtig glücklich darüber, dass er tatsächlich hinten mitgeholfen hat, dicht zu machen. Schön. Düren holt die nächsten 3 Punkte, ist jetzt 6 Punkte vor dem Drittplatzierten. Es ist ja der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Was passiert hier? Serigo Raimundo bekommt sogar einen Platz in der Elf des Tages. Es sind alles so knappe Spiele. Jedes Spiel könnte genau andersrum ausfallen.
Es könnte sein, dass wir in der nächsten Saison dastehen und statt Glück zu haben, haben wir Pech und es passiert immer genau das Gegenteil. Und am Ende haben wir einen Abstiegskampf. Das könnte passieren. Doch Fußball hat natürlich auch immer so ein ganz kleines bisschen, so ein Quäntchen mit Glück zu tun. Ja, das sieht alles gut aus. Teamgeist steigt natürlich. Wow. Serigo Raimundo plus 4. John Wayne ist auch plus 2. Sid van Sluter wird bald ein Achter. Tolle Entwicklung für unsere Leute. John Wayne's. Platzverweis war überflüssig. Naja, das war jetzt eine gelbe Karte. Das war kein Platzverweis. Können wir mit dir über die Schwalbe reden? Platzverweis war überflüssig. Da haben wir schon mit ihm drüber geredet. Das würde er wahrscheinlich nicht gut finden, wenn wir das machen. Ja, dann müssen wir sagen, du bist in guter Form. Ich hätte gern geschimpft mit ihm. Der Berater von Makun erkundigt sich, warum er so selten spielt. Der spielt doch total viel. Jonah Heer wird zum Siebener. Schön. Steht auf der Transferliste. Das heißt, wir können ihn noch für noch mehr Geld verkaufen. RB Leipzig, unser nächstes Spiel. Das wird tatsächlich eine große Herausforderung. Wir gucken uns das sehr gerne nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12er, 3 Elfer. Da haben wir schon mal eine 11 aufgestellt, wo jeder einzelne Spieler besser ist als unser bester Spieler. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Von niemanden. Auch nicht von Stier Leipzig. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich noch mehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir mal wieder eine richtig, richtig große Herausforderung haben. Klar, wir haben quasi bei jedem Spiel eine Herausforderung. Heidenheim war nicht einfach. Freiburg gerade war alles andere als einfach. Aber wir machen das. Wir geben alles. Wir geben wirklich alles, alles, alles. Und der Teamgeist, der Zusammenhalt der Spieler ist hier der relevante Punkt. Die Fans, die auf den Rängen stehen und für die wir alles tun würden. Tut ihr auch alles für den ersten FC Düren? Ja? Dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder.